geht es diesmal? Ihr habt geläutet? Ja? Ordentlich verdreschen! Alles wegen des lieben Bio-Hauptmanns. Was habt ihr denn getan? Cactus Pulkin. Hier. Ich brauche ein Bier. So, jetzt müssen wir nur noch aus der Stinkewolke raus. Wo wir wieder alle umfallen. Uff. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, das war... Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Worum geht es diesmal? Jetzt nicht so sonderlich spaßig. So. Für euch tue ich alles. Ein paar Edelsteinchen als Kette und so einsacken. Jede Menge Grubensäbel. Ja? Aha. Wie kann ich helfen? So. Das ist noch ein Verwandlungsbolzen. Das sind noch drei Pfeile plus eins. Den Zauber konnten wir lernen. Nera, kannst du die Schädelfalle lernen? Schädelfalle hätte ich nämlich immer gerne. Und ja, ich habe ja noch einen Zauberslot der zweiten Stufe übrig. Ah, noch ein Säurepfeil. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Pfeile. Worum, wie ihr wünscht. Da sind nur Bücher, die nichts wert sind, leider. Sind das brennende Hände? Hier sind nur brennende Hände. Ja, wie ihr wünscht. So, was haben wir hier oben? Ja, mein, wenn das euer Wunsch ist. Geh hier mal alles absuchen, ob sich nicht hier irgendwo noch jemand Böses versteckt. Nö. Aber hier oben gibt es auch nur diesen einen Tisch mit etwas Geld. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen. Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr Hornochsen, was habt ihr denn geglaubt, was ihr tut? Warum sind die eigentlich immer noch so? Also Kegane gerade zur Zeit meckert viel rum. Hier ist der Amberli-Tempel. Also da gehen wir erstmal nach da oben, dann können wir nach da unten. Für euch tue ich mit. Wobei Safana kann einfach mal hier runterrennen und den Teil aufdecken. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Aber natürlich, Schätzchen. Aber natürlich, Schätzchen.
Schätzchen. Okay, hier sind Leute, die mich sehen können. Wenn das euer Wunsch ist. Hier oben ist niemand. Also glauben wir denen einfach mal alles, was sie besitzen, was wertvoll ist. Oh, ein Dolch. Und ein Portschwert. Nee, danke. Mit Vergnügen. Ja, wie ihr wünscht. Ja, mein Schatz. Aber natürlich, Schätzchen. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, hier sind. Hier ist eine ganze Familie Schätzchen. Unterwegs. Hm. Aber natürlich, Schätzchen. Die haben aber auch nie nur einen Stab und eine Keule. Worum? Ich werde mich im Hand um ihr braucht, nur zu fragen. Mhm. So, dann gehen wir von hier aus erstmal nach Norden. Oh ja, und schalten noch den letzten Dinger hier drüben frei. Wie ihr wünscht. Und da ist der Eisenthron. Ja, ich wünsche, wie gesagt, es gäbe eine Möglichkeit, die Karten immer ganz aufzudecken, ohne irgendwelche Cheatcodes, also Konsolenbefehle zu benutzen. Ich glaube, es geht über Konsolenbefehle. So, und das hier ist der Amperli-Tempel. Zum Glück haben wir uns ja mit der Sturmgöttin etwas gut gestellt. Hallo, Leute. Auch wenn das jetzt nicht unser Zweck war, aber... Erstens wurden wir angelogen von dem Fischer, was wir nicht dulden wollten. Habe ich die Handschuhe jetzt? Ja, habe ich. Was sind das für Handschuhe? Ach, wieder ETW-Bonus-Handschuhe. Du hast Schadenshandschuhe. Ja, ETW und Schadensbonus. Du hast die Geschicklichkeitshandschuhe. Du hast auch ETW und Schaden. Du hast Beschützer des Tals. Mhm. Du hast die Rüstungsarmschienen. Die solltest du auch erstmal behalten. Also krieg ich die. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, und das hier ist der Amberli-Tempel. Also heißt Haus der Wasserkönigin, aber ist der Amberli-Tempel. In den will ich auch erstmal nicht reingehen. Wie gesagt, Gebäude mit Namen, die wichtig sind. Also Eisenthron, Haus der Wasserkönigin, Hafenmeister, die leuchtende Laterne, die will ich erstmal meiden. So, jetzt gehen wir mal in das Lagerhaus zurück. Ich weiß nur nicht, was das Lagerhaus oder das untere. Und geben die Quest ab. Wie sieht es eigentlich so aus mit Erfahrungspunkten? Ja, ich brauche eine ganze Weile. Kegain auch. Dorn ist nah dran. Vikonia nicht. Naja, Safana natürlich. Ach, Safana hinkt uns ein kleines bisschen hinterher. Stimmt. Nera ist dann die nächste. Ne, Dorn und dann Nera.
Also erst Safana, dann Dawn, dann Nera. Ne, war nicht dieses Lagerhaus, das war dann das untere Lagerhaus. Ihr braucht nur zu fragen. Oder auch nicht? Das hier ist kein Lagerhaus. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ach, sie ist jetzt hier oben. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Meine Laune ist uns. Oder eher besser gesagt, Nadarin. Im Himmel sei Dank, dass es gelangweilte Abenteuer gibt. Ich weiß nicht, was ich euch tun würden. Nehmt diese 500 Goldmünzen für eure Hilfe. Der entlaufene Basilisk wird niemanden mehr tyrannisieren. Nadarin hat mich gut dafür entlohnt. Sehr schön. Wie ihr wünscht. Das heißt, es geht jetzt in den südwestlichen Teil. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, wenn wir so gucken, ist vor allem der Teil hier interessant, weil hier ist der Zaubererturm. So, das ist Gemeinschaft der Sieben Sonnen. Das hat noch Zeit mit den Sieben Sonnen. Aber erstmal will ich mich umsehen und dann müssen wir uns um die Diebesgilde kümmern. Hey! Hallo Aldef. Ich kenne wir aus dem Mantelwald. Es freut mich sehr, euch wiederzusehen. Erkennt ihr mich wieder? Ich bin's, Aldef Sashinstar. Wie gut, dass wir uns gerade jetzt wieder begegnen. Ich muss ganz im Vertrauen mit euch reden. Möchtet ihr hören, was ich euch zu sagen habe? Natürlich, was habt ihr zu sagen? Ich danke euch vielmals, meine Freunde. Dies sollte ausreichen, um die Vertraulichkeit unseres Gesprächs sicherzustellen. Ich bedauere diese ganze Heimlichtuerei, doch es stehen unheilvolle Ereignisse bevor. Wie ihr wisst, bin ich einer der wichtigsten Anteilseigner der Händlerliga. Neben ihnen gibt es noch zwei weitere Eigentümer, nämlich Irlentri und Solmia, zwei sehr vornehme Herren. Als ich von meinem Jagdausflug zurückkehre, danke euch, wie ich hinzufügen möchte, musste ich an meinen beiden Partnern tiefgreifende Veränderungen feststellen. Diese Veränderung war nicht von offenkundiger körperlicher, sondern etwas viel Unheimlicheres war mit ihnen geschehen. Körperlicher Art. Ah, seht her, Aldef, ihr mögt vielleicht unser Freund sein und alles, und ihr mögt vielleicht auch in Schwierigkeiten stecken, aber unsere Schwierigkeiten sind größer. Es tut uns leid, aber wir können euch nicht helfen. Nun fahrt fort, was ist so unheimlich? Es war, als wären meine Partner in meiner Abwesenheit zu ganz anderen Menschen geworden. Sie scheinen seither als daran zu setzen, der Liga mit ihren abwegigen und dummen Ideen wirtschaftlichen Schaden zuzufügen. Wenn ihrem Time nicht so bald Einhalt geboten wird, ist es binnen weniger Wochen die Liga geschehen. Ihr habt mir bereits einmal auf großartige Weise geholfen. Verzeiht, wenn ich euch abermals um eure Unterstützung bitten muss. Mir bleibt keine andere Wahl. Was sollen wir tun? Ihr begleitet mich bei meiner Rückkehr in die Zentrale der Händlerliga. Ich werde euch für alte Freunde von mir ausgeben und euch Unterkunft in den Gästekammern verschaffen. Von dort aus könnt ihr Erkundungen über meine Partner anstellen und dabei Zauber und andere Kräfte einsetzen, soweit ihr darüber verfügt. Bringt während eures Besuchs so viel mögliche Erfahrung und berichtet mir anschließend. Das sollte nicht sehr lange dauern. Hört sich für mich nach einem einfachen Auftrag an. Wir werden ihn ausführen.
Verfolgt mir doch. Ich bringe euch zur Händlerliga. Ihr könnt sofort nach dem Eintreten mit euren Untersuchungen beginnen. Ihr findet mich im zweiten Stockwerk, wenn ihr euren Lagebericht abgeben möchtet. Alte Saschenstar hat mich gebeten, die ungewöhnlichen Vorfälle im Gebäude der Händlerliga zu untersuchen.